Moin und recht herzlich willkommen zu Hashtag Support Your Local. Heute, meine lieben Freunde, sind wir mitten in Ottensen, Bahrenfelder Straße 179. Und jetzt haltet euch fest, ein Titel für eine Pizzeria, was schon nach Italien riecht. Ja? L'Antica Pizzeria da Michele. Da wirst du schon den Namen essen. Ja, darauf freuen wir uns nämlich heute Abend, beziehungsweise freuen uns auf tolle Begegnungen und auf die Pizza natürlich. Ja, muss man sagen, ja. Und wir freuen uns natürlich auf Pietro Moliterni. Er ist einer der Inhaber von dieser tollen Location. Und warum quatsche ich eigentlich so viel? Lass uns mal reingehen, Bilder anschauen und Pizza probieren. Wir haben es geschafft, meine lieben Freunde. Wir stehen in einer wunderbaren, tollen Location mitten in Ottensen. L'Antica Pizzeria da Michele. Was für ein schöner Name. Schön, dass wir hier sein dürfen, Pietro. Benvenuti. Ah, das höre ich noch lieber. Wir können auch unser Interview auf Italienisch führen, aber ich werde leider nicht mithalten können. Würde ich gerne machen. Also. Du kannst ja auf Italienisch und ja. Ich tue so, als würde ich dich verstehen. Alles klar, dann machen wir so. Machen wir. Guter Deal. Kriegen wir schon sicherlich hin. Wir stehen in einer wirklich wunderbaren Atmosphäre. Es riecht schon richtig gut hier. Was genau ist das Konzept von da Michele? Was steckt denn dahinter? Also die Idee, das Konzept besteht darin, dem deutschen Publikum das traditionelle Pizzaessen aus Neapel vorzustellen. In Neapel gibt es im Prinzip zwei Varianten von Pizzen. Es gibt die traditionelle Variante, was eigentlich dünner ist, breiter in der Form. Und extrem reichlich Zutaten. Und die andere ist die moderne Variante, was eigentlich ein bisschen kücheliger ist, pfiffiger ist und sieht man auch kleiner auf dem Teller. Was ist dein persönlicher Favorit? Ich stehe auf die traditionelle Variante, weil das ist die große Variante, wo man auch mehr Spaß mit der Familie haben kann. Das ist eine Pizza, die die traditionellen Zutaten auch nutzt und dementsprechend auch, man hat dieses Gefühl von Teilen auch, wenn man diese traditionelle Variante nimmt. Der Name da Michele, viele Hamburger würden vielleicht denken, ein italienischer Name, ein kreativer Kopf aus Hamburg, aber die Geschichte ist ein bisschen anders und länger. Ist ein bisschen anders. Tatsächlich Michele Condurro, ein Pizzabäcker aus Neapel, Ende 19. Jahrhundert, der war der elfte Sohn einer große Familie aus Neapel, wie du dich da dir vorstellen kannst. Er wollte unbedingt Pizzabäcker sein, wie sein Vater. Und er hat dieses Rezept entwickelt damals. Und in Neapel, in Via Sersale, wirklich im Halsstadt von Neapel, er hat einen Laden aufgemacht damals. Das war 1906. Und dieser Laden existiert immer noch heute, weltweit bekannt, sehr berühmt. Man wartet normalerweise ein paar Stunden, um überhaupt dahin zu kommen. Und man darf da nur zwischen vier Pizzen auswählen. Also man hat entweder die Margherita oder die Marinara ganz klassisch. Und heute gibt es auch zwei andere Pizzen, die man auch hier bei uns findet, weil wir genau dasselbe Rezept machen. Okay, also nach original italienischer Rezeptur. Wie kann ich mir eure Karte vorstellen? Was für Variationen bietet ihr an? Also der große Akzent natürlich liegt an das Thema Pizza. Das ist unser Konzept, unsere Idee. Aber ich als Italiener wollte unbedingt ein paar Häppchen auch aus Italien ins Menü bringen. Wir haben super tolle Bruschettas, was man auf Deutsch als Bruschetta nennt, ja. Auch sehr bekannt. Also die sprich jeder falsch ausspricht. Genau. Kleiner Seitenhieb. Und die haben wir uns ein bisschen revidiert. Man findet tatsächlich andere Zutaten, wie zum Beispiel die Anduja. Das ist eine pikante Rohwurst aus Kalabrien. Oder man findet drauf auch ein Zutaten aus Süditalien, aus meiner Region, Basilicata, das ist die Peperoni Kruski genannt, sind süß-rote Paprika aus meiner Region, die unter Sonne und Luft getrocknet werden. Okay. Letzte Frage für all diejenigen, die vielleicht noch nicht bei euch waren, ja, die noch nicht den Weg nach Ottensen gefunden haben sollten, was ich mir nicht vorstellen kann. Was sind so, sagen wir es mal so, deine Top 3 Pizzen, wo du sagst, die muss man unbedingt bei uns probiert haben? Also, für mich ist ein Must Margherita mit Büffelmozzarella.
Das ist, was man normalerweise isst, wenn man eine neue Pizza probieren muss. Margherita mit Buffelmozzarella, weil wir auch die Buffelmozzarella aus Neapel beziehen. Dann haben wir für mich ein großes Highlight ist die Pizza Thunfisch gewesen. Das haben wir entwickelt mit der Idee, frische Thunfisch auf der Pizza zu haben. Das ist wirklich tipptopp mit Zitronensaft, Zitronenzeste, verfeinert mit rosa Pfeffer. Und dann als Vegane auch bieten wir auch eine super leckere Kartoffelcreme-Pizza. Kartoffelcreme-Pizza. Cool, die klingt nice. Da bin ich auch mal gespannt. Vielen Dank, Pedro. Sehr gerne. Schön, dass wir noch hier weiter verweilen dürfen. Meine lieben Freunde, kommt doch gerne mal vorbei und schaut euch das Ganze mal an. Lasst es euch einfach mal, lasst euch inspirieren und zieht diesen leckeren Duft mal ein. Ja, einfach mal einatmen. Hier in Ottensen seid dabei. Website, Instagram werden wir natürlich hier alles einblenden. Impressionen gibt es weiterhin. Und ja, wir verweilen hier noch eine Runde und danach sehen wir uns natürlich zurück im Studio.